Servus aus dem Chiemgau. Mein Name ist Harry. Und mein Name ist Thomas. Herzlich willkommen zu einem neuen Fahrzeug. Wir sind zurück hier auf unserem Kanal. Endlich mal wieder bei schönem Wetter. Lang genug hat es gedauert. Und wir sitzen hier im M340i Touring für euch. Wieder vom Autohaus Schwarz. Dafür ganz herzlichen Dank. Wir sind schon direkt auf dem Weg zur Handlingstrecke, um mal für euch zu schauen, wie es um die sportlichen Talente des Kombis bestellt ist. Und wollen natürlich herausfinden, wie sich das Auto im Alltag schlägt. Viel Spaß mit unserem Test. Erster Versuch 0 auf 100 im 340i Touring. Schauen wir mal. Klang ist schon mal geil. Ja. Druck auch. 494. Zweiter Versuch. Schauen wir. Dann haben wir die Werksangabe schaffen. Gleich die 100-0 vielleicht. Ja, machen wir die Bremsung und dann den Test. Nochmal verifizieren, ob Motorrad hinter uns ist oder irgendwas, weil das war fies. Ja. Das macht die Klappe auf, nehmen wir mit. Mhm. Achtung. Ankern der Amt liegt da, die sind. 33 Meter. Aus Drainovic. Das ist sehr stark. Und Warnblinkanlage ist schon. Schauen wir mal. Mein Sitz klappt auch nicht zusammen. Boost. .477. Also, geht doch. Ja. Man fährt die Reifen hat es kalt. Wahrscheinlich. Möglich. Ja, also ich finde, er liefert schon ordentlich ab. Wobei ich jetzt auch sagen muss, gell? Er ist sogar ein bisschen leichter als mein 540D. Und der hat einfach mal 445 auf dem Asphalt genagelt, gell, damals. Ja. Trotz weniger PS, 34 um genau zu sein. Ja. Wir haben ja hier 374 PS. Aber du kannst überhaupt nicht motivieren. Naja. Ein bisschen, jetzt. Okay, wir haben dasselbe Problem wie beim M440. Ich würde ja sagen, geben wir uns Gas. Ich stehe voll drauf. Mehr geht nicht. Das Bodenblech. Er nimmt tatsächlich wieder alles raus. Den ganzen Spaß. Ja, das ist echt sehr schade. Wenn ich mir so ein 340i kaufen darf, dann, weil ich performant unterwegs sein will und schon, sage ich mal, wenn ich jetzt vielleicht nicht das Auto voll besetzt habe, einfach auf der Landstraße ein bisschen Spaß haben will. Ja. Und ich finde, diese Einstellung, die kann man machen. Also wenn du jetzt deine Kinder das Auto gibst oder so, ist es relativ ideal. Aber wir haben jetzt Sport Plus drin und da finde ich, so wie die Abstimmung im Endeffekt vom M4 war. Ich meine, der hat ja auch irgendwann geregelt, aber halt später. Ja. Das war deutlich witziger irgendwie zum Fahren bei so einem sportlichen Auto, weil man 6-Ender, 374 PS, hecklastiger Allrad und dann bremst man irgendwie maximal aus, so gefühlt. Ja, es ist halt, finde ich, insofern ein bisschen unverständlich, weil wir halt selbst schon Elektromodelle gefahren haben, wo du das jetzt eigentlich nicht vermuten würdest, die jetzt da ein bisschen mehr
Spaß zulassen haben als der 340i. Ja. Also ist er schon ziemlich geil. Also ich finde, er liegt auch brutal. Ja. Also er hat echt einen sehr, sehr hohen Grenzbereich, auch bedingt durch X-Drive. Klingt auch super. Ja. Also die Anlagen waren top. Absolut, sehe ich auch so. Richtig cool. Aber in die ganz engen Kurven killt er es dann einfach. Ja. Probieren wir es nochmal. Ja. Sagst du mir Bescheid? Ja. Ich hätte schneller geschätzt. Ja, wobei 12,5 finde ich, ist jetzt kein schlechter Wert. Nein, nicht schlecht, aber es hat sich noch krasser angefühlt. Das wollte ich, auf das wollte ich raus. Ich finde, dass das einfach eine absolut coole Kombination ist. Jetzt machen wir mal zu Demo-Zwecken konform oder so. Der rein Sechszylinder, sauber aufgeladen, X-Drive in einem Kombi, der absolut alltagstauglich ist und wo halt der absolute Neidfaktor so ein bisschen wegfällt, weil die meisten, die sich jetzt nicht für Autos interessieren, erkennen das gar nicht, ja, was da für ein Motor drin ist. Ja. Das macht für die meisten keinen Unterschied, ob du da mit dem 318D oder mit dem 440i jetzt da stehst. Und das ist schon eine schöne Sache, finde ich, weil du hast eigentlich echt ein potentes und sportliches Auto unter dem Hintern und es ist dann nicht gleich der Neid der Nachbarn gewiss, weil er keine Flügel oder sonstiges hat. Aber ich finde ihn eigentlich auch so in der Kombi, wie er jetzt da steht, echt schön. Mir gefällt die Farbe auch echt gut. Du hast vorher gesagt, dein Fall war es jetzt nicht so, aber ja, ich darf die sofort konfigurieren. Es ist halt wie so oft einfach Geschmackssache. Gell? Also ja, ich mag diese, weiß ich nicht, Porsche nennt es Kreide, den Farbton einfach nicht so gern. Ja? Also ich finde, für mich schaut es aus wie grundiert und Lackierung vergessen. aber es ist sicher ein pflegeleichter Farbton, ja, und also wie gesagt, es ist einfach ein subjektives Thema. Ja? Also ich kenne ganz viele, die auch sagen, ja, ich darf nie einen GT4 in Silber nehmen. Mir persönlich gefällt er in Silber sehr gut. Ja, das ist halt, liegt im Auge des Betrachters. Ja? Und ist ja schön, dass man genügend Auswahl an Farben hat. Ja. Das kannst du ja machen, wie du willst. Genau. Aber so vom Grundsatz finde ich, ist der 340i, egal ob als Diesel oder als Benziner, hier gerade als Touring, für mich schon ein Fahrzeug, das mich persönlich auch immer sehr interessiert und auch ein Stück weit reizt, weil er verbindet halt eigentlich so das bisschen kompaktere im Vergleich zum 5er, vielleicht ein bisschen ein sportlicheres Handling, ja, mit einer wirklich soliden Leistung. Ja, das ist, finde ich, schon ein sehr, sehr starkes Paket. Ja, ist schon echt gut motorisiert. Also da geht schon was vorwärts. Ich mag das generell. Ich habe das damals also bei den 1,35i zum Beispiel so gefeiert, dass BMW halt in ein relativ kleines Auto einfach diesen Sechszylinder reinstopft, weil das ist genial so von der Kombination her. Macht einfach Spaß und wenn sich einer nicht auskennt und dann mal jemand auf der Autobahn muss dicht auffahren oder so, dann kannst du halt relativ schnell wieder einen Abstand dann auch herstellen. Absolut, ja, und also man muss auch ganz klar sagen, für alle Fans dieser Motoren ist jetzt eigentlich Zeit, beziehungsweise eher schon fast 5 vor 12, solche Motoren noch zu kaufen, ja, weil ich meine, wir sehen ja jetzt dann mit dem kommenden 5er G60, wo die Reise hingeht, ja, da gibt es schon den 40D nimmer, also es gibt nur einen 40D, aber nur aufpoliert den 30D. Mhm. Und es gibt auch den 40i nimmer so in dieser Mild-Hybrid-Kombination, sondern dann nur noch in unterschiedlichen Plug-in-Stufen. Also wer da noch Wert drauf legt, sage ich mal, nur so einen reinrassigen Verbrenner zu kaufen, ist aus meiner Sicht jetzt der geeignete Zeitpunkt. Und also ich finde auch, dass der Dreier jetzt mit dem Facelift da wirklich eine sehr, sehr gute Kombo ist. Ja, also ich meine, du kriegst
Entertainment auf der Höhe der Zeit. Jetzt mit Facelift schaut auch dieses Curved-Display, da finde ich, gut integriert aus. Absolut. Hast nur einen guten Kompromiss bei der Bedienung, ja? Also du bist nicht rein auf Sprachbedienung angewiesen, wie bei den Modellen, wo halt der iDrive-Controller rausfällt, sondern du kannst halt hier nur ganz oldschool, wie man es kennt und mag von BMW, das iDrive-System bedienen. Mhm. Und weil du gerade sagst Verbrenner, ich finde in Anbetracht der Leistung und Allrad und hast du nicht gesehen, auch den Verbrauch echt okay. Du hast bei deinem Leidenstest ja die Werksangabe geschafft quasi. Hm? Mit 8,3 waren es, glaube ich. Ja, 8,3, genau. Also ich habe natürlich für euch wieder keine Mühen gescheut. Ja, und gelitten ohne Ende. Er meint gelitten ohne Ende. Bin da mal mit ganz moderatem Gasfuß unterwegs gewesen. Genau, 8,3 Liter finde ich wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Aber man sieht es jetzt, bin jetzt seit gestern knapp 330 Kilometer mit dem Auto gefahren, mit einem Schnitt von 10,5 Liter. Da war eine Autobahn und alles dabei. Ganz ehrlich sagen, für die Leistung, ja, also das, was der 340i da liefert, finde ich, kann man nicht meckern. Ich finde das ausreichend, weil ich meine, irgendwo her müssen ja die 370 Pferde kommen. Ja. Und ich hätte, wenn ich schätzen hätte müssen vorher, ich hätte bei der Fahrweise jetzt, wo wir 10,5 brauchen, hätte ihn irgendwo bei 12 Liter eigentlich verortet. Mhm. 12, 13 geschätzt. Ja. Einfach. Und das ist schon eine vernünftige Geschichte, wenn ich jetzt sage, ich fahre relativ normal. Ich meine, es ist eh immer viel Verkehr in der Arbeit. Ja. Und schaffst da, dass ich ihn mit 9 Liter bewege und am Wochenende lasse ich halt mal auf gut Deutsch die Sau raus. Und dann brauche ich halt 10, ja. Ja. Also. Absolut. Also mein Gott, nicht schlimm eigentlich. Ja. Was mir tatsächlich so im direkten Umstieg zu meinem 5er aufgefallen ist, ist erstmal, dass die Leistungsentfaltung hast du halt, ich meine, klar, ist eine ganz andere Motorcharakteristik, ja, bei so einem Turbobenziner wie jetzt bei so einem Diesel. Aber die ist einfach viel linearer und du merkst schon, sage ich mal, dass da gefühlt fast diese 300 Newtonmeter einfach ein bisschen fehlen. Ne? Also wenn du beim 45D hart ans Gas gehst, dann hast du irgendwie ein anderes Überraschungsmomentum, als wie wenn du beim 40i voll einsteigst, finde ich. Ja, insbesondere jetzt beim Launch auch. Also ja. Das war beim 45er, das war eher so eines der ersten Autos, die wir jetzt im Rahmen von ja. Videos auch getestet haben. Das finde ich, kommt da im Gesichtsausdruck recht gut drüber. Das war echt, als hätte dann mit dem Baseballschläger jemand so vom Abschlag weggekickt, so ungefähr. Also ja. Unfassbar. Ja. Und er geht schon auch richtig brachial zur Sache. Aber so dieser richtige Schub, der Druck, ja. Also ich möchte jetzt nicht sagen, der fehlt, aber es ist schon anders. Ja, irgendwie so das Überraschung, also wenn du den 45D kennst, ja, oder auch den 340D, dann fällt da dieses Überraschungsmoment. Ja, da wo du so denkst, Alter! Ja, ja genau, aber ist, also Gottes Willen, ja, also jammern auf ganz hohem Niveau. Nicht falsch, ja, also das fällt wirklich nur so im wirklich direkten Vergleich auf. Und was ich auch interessant fand, wir haben ja deutlich kompaktere Karosserie im Vergleich zum 5er. Ja. Und hier im 3er habe ich ja nicht diese Integral-Aktivlenkung konfigurierbar, die jetzt bei meinem 5er verbaut ist. Und ich habe mir schon am Anfang gedacht, komme ich da überhaupt um die Kurven und Ding? Also so auch die Lenkbewegung, die du brauchst, um die Kurve zu fahren und so, fühlt sich der 5er durch diese Integral-Aktivlenkung echt kompakter, oder? Also das hat mich auch überrascht. Ja, ja, bei mir ist es anders, weil ich habe die Integrallenkung eben nicht drin im 5er, ja. Und ich habe mir gedacht, boah, der fühlt sich echt kompakter, aber ist mir ja. Damals beim Probefahren von deinem 5er auch so gegangen, da habe ich mir gedacht, boah, wie leichtfüßig und wie kleiner Wendekreis, also wie handlich einfach ist das Auto. Ja. Immer witzig, weil es ist halt die Frage, mit was man im Alltag in Anführungszeichen so versaut wird. Ja. Weil wenn du es dann einmal gewöhnt bist, manchmal sagt beim Konfigurieren vielleicht eine Integrallenkung brauche ich nicht. Ja. Aber wenn man es dann mal hat, ist schon geil. Ja, absolut. Aber wie du sagst, also das ist ein reines Gewohnheitsthema. Ja? Also ich sag mal, du fährst ein paar Kilometer und dann hast du es drin. Ja? Also, ja. Und finde da allgemein so das Setup. Unterschied zwischen Komfort und Sport, wie bei BMW typisch wieder
sehr, sehr gut geglückt. So, ja. Gerade wenn man jetzt lange Strecken auch öfter fahren muss, als Reiseauto sehr, sehr angenehm. Weil er halt einfach nicht so spitz abgestimmt ist wie die Viererreihe. Er ist da einfach um die Mittellage nicht so nervös, ja, was man vor allem auch bei den höheren Geschwindigkeiten dann merkt. Sondern also du kannst auch da ganz entspannt mit 200 über die Autobahn fahren, ja, ohne vor kleineren Lenkbewegungen Angst haben zu müssen, sage ich mal. Ja, ja, ich glaube, dass man sich da beim Vierer schon auch dran gewöhnen darf mit der Zeit, aber in dieser Gewöhnungsphase, das hat mich etwas gestresst. Das ist schon sehr spitz gewesen, finde ich. Sehe ich auch so. Und ja, also ich finde, da ist der 3er Touring einfach mehr am 5er wie jetzt an der 4er-Reihe. Ja, also für wen das wichtig ist, wenn er viel lange Strecken und die vielleicht auch flotter fahren möchte, dann darf ich immer entweder zum 3er oder gleich zum 5er tendieren, persönlich. Ja. Das ist aber Geschmackssache. Ein anderer sagt vielleicht, er kommt mit dem Setup von dem 4er auch top zurecht. Ja. Das ist jetzt rein subjektiv. Ich hau uns mal ganz kurz zum Vergleich die Iconic Sounds rein. Ah, oh, nö, mir gibt Blubber. Ja, ja. Nö. Ja, ja, wer es mag. Kann man, aber muss man nicht. Wunderbar. Ja, also Optionen finde ich immer gut. Ja, definitiv. Also passt. Lass uns doch mal so über Innenraum, Alltagstauglichkeit und so vom 340i Touring ring. Der Innenraum ist aus meiner Hinsicht über jeden Zweifel erhaben von der Verarbeitung. Ist jetzt auch immer eine Frage von der Konfiguration, aber mir gefallen diese Sichtcarbonleisten. Ja. Sehr, sehr gut. Man beliedert die Innentür. Schöne Nähte. Meine Lieblingsgurte sind auch drin. Kann eigentlich nur passen. Also top, finde ich. Also mir gefällt er auch richtig gut. Also wie du auch sagst, so dieses Sichtcarbon, finde ich, passt jetzt zum sportlichen Charakter vom Fahrzeug und ist jetzt auch nicht so anfällig für Fingerabdrücke und Staub und so, wie jetzt so diese klassisch Hochglanz-Schwarzflächen. Und ja, finde da, also in der Generation ist der 3er echt richtig erwachsen worden. Ja? Also das gespannt bei der Geräuschdämmung, das gespannt bei der Materialqualität. Also der ist wirklich sehr, sehr stimmig so jetzt auch, gerade mit dem Facelift, mit diesen zwei Monitoren hier in dieser Curve-Display-Einheit, gefällt mir ganz gut. Also auch da muss ich sagen, Head-Up-Display brauche ich nicht mehr unbedingt. Ja. Also ist zwar angenehm, bin gestern mit Navi unterwegs gewesen, ja, einige hundert Kilometer. Wenn du mittlerweile diese ganzen Karteneinblendungen auch direkt im Head-Up-Display hast und so, aber es funktioniert, finde ich, mit dieser Curve-Display-Einheit absolut wunderbar. Ja. Ich finde alles in allem wunderbar und auch jetzt hier so in dieser M-Sport-Konfiguration, ja, mit den Sitze und wie das Auto so ausgestattet ist, also kann man, finde ich, sehr, sehr gut so machen. Also, ja. Braucht jetzt da nicht unbedingt Merino-Leder oder was auch immer. Ja. Also, schaut alles wertig aus, fühlt sich gut an und auch die Sportsitze kennen wir ja schon aus anderen Modellen. Ja, also sehr, sehr angenehm, finde ich. Optimal. Das mit dem Merino-Leder ist, finde ich, sowieso ein Thema. Also für zwei Erwachsene finde ich es cool. Ja. Aber sobald du regelmäßig irgendwie Kinder im Auto hast, würde ich persönlich bei der Konfiguration immer zum normalen Leder greifen, weil das einfach robuster ist, weil die haben dann wieder Steine an die Schuhe und dann wird gezappelt hinten und so und das, sag ich mal, das sichert den Familienfrieden, wenn du die dann nicht immer über irgendwelche Kratzer im Merino aufregen musst. Ja, ist definitiv so. Wie findest du die Platzverhältnisse? Hervor, absolut optimal. Hinten mit deiner Sitzeinstellung wäre es beim normal großen Mann, finde ich, an die Knie schon eng. Tatsächlich. Ja, also
bin jetzt ganz hinten mit meinem Beifahrersitz. Ja. Fairerweise muss man schon sagen, ich kann da schon noch einige Zentimeter gut nach vorne. Ja. Und denke, geht's gut. Es ist ja bekannt, glaube ich, dass jetzt BMW auch nicht die absoluten Raumwundermodelle im Programm hat. Ja. Aber wir haben 500 Liter Kofferraum jetzt so, ohne umzuklappen, ja, im Endeffekt das Gleiche, was die 5er Limousine bietet, und hast halt hier beim Touring einfach den Vorteil, dass der Laderaum einfach ein bisschen besser zugänglich ist, ja, und schön ausgestaltet, du hast nur zwei kleine Fächer dann drunter, da geht allerdings nicht besonders viel rein, aber was mir zum Beispiel bei BMW Touring immer sehr, sehr gut gefällt, ist einfach diese zweigeteilte Heckklappe, ja, dass du halt die Scheibe einfach nochmal separat öffnen kannst, ja, was insofern halt praktisch ist, wenn du beispielsweise nah an der Wand stehst oder so und die Heckklappe nicht öffnen kannst oder so, ja, oder einfach nur kurz was reinlegen möchtest. Das finde ich ein cooles Konzept. Das ist tatsächlich witzig, weil als ich meinen damals gekauft habe, habe ich mir gedacht, es war eher Unfall, so dass ich das herausgefunden habe, als ich auf den Schlüssel gedrückt habe. Und dann habe ich mir gedacht, das brauche ich überhaupt nicht, und mittlerweile nutze ich es eigentlich ständig. Ja. Übrigens ein nettes Detail, was mir gut gefallen hat, habe ich nämlich bei unseren Außenaufnahmen mal getestet. Weil ich immer gedacht, wie kann das Auto noch Anhängerkupplung haben mit diesem Diffusor? Ja, weil also üblicherweise hast du ja irgendwie so eine Aussparung, ja, wo dann deine Anhängerkupplung rausfährt oder so. Und also das finde ich, haben es echt cool gemacht, dass du so ein Heckschützen hast, wo du eigentlich überhaupt nicht vermutest, dass Anhängerkupplung oder sowas verbaut ist. Und ja, BMW-typisch, du drückst aufs Knäpferl, ja, und die Anhängerkupplung schwenkt aus. Für meinen Geschmack darf es immer noch ein bisschen flotter gehen, aber ehrlicherweise. Ja, das sind wir gerne auf ganz hohem Niveau. Du musst ja nicht die Hinterräder machen, ja, also insofern sehr, sehr angenehm. Ja, und dann sind wir beim Skoda, die Innenverkleidung rausreißen. Stimmt. Boah, Highlight, ja. Übrigens, also wenn es euch eher um Platz und Raumwunder geht, ihr findet auf unserem Kanal einen Test vom Skoda Superb. Da hat man durchaus fürstliche Platzverhältnisse, ja, auch in der zweiten Reihe, ja, wenn das eher ein Use Case ist. Absolut geiles Auto. Ja. Kannst du den 340i für dich vorstellen? Sofort. Ist einfach unheimlich souverän. Das ist einfach das Thema, wenn das Auto halt gut motorisiert ist. Es sagen ja immer ganz viel, ja, ich brauche doch keine 370 PS oder 280 PS oder wie auch immer. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, dass du dann da permanent drin sitzt und nur draufladest und immer abrufst, sondern es ist einfach souverän. Wenn du mal überholen willst, ist die Leistung da. Ja. Und du kannst den aber auch ganz normal bewegen. Also nur weil es da ist, heißt ja nicht, dass man es die ganze Zeit benutzt. Deswegen finde ich das Argument immer ein bisschen zu kurz gegriffen, weil es ist halt einfach unaufgeregt und angenehm, sowas zu bewegen. Ja, alles in allem muss ich auch sagen, kannte man den 3er Touring durchaus auch als Ersatz für meinen 5er vorstellen. Ne? Also bei mir ist ja auch so, mein 5er geht im Sommer nächsten Jahres zurück. Generell sage ich mal, war ich wieder heißer Anwärter, was so den neuen 5er betrifft. Allerdings weiß ich natürlich nicht, was sage ich mal, BMW bezüglich Preisentwicklung plant. Ja, und also ich denke mal, günstiger wäre er wahrscheinlich nicht. Nicht. Leider, sage ich mal, mit Zinsanstieg sind natürlich auch die Leasingraten entsprechend teilweise explodiert. Von daher bin ich mal gespannt, was da dann so rauskommt. Ja, aber generell auf alle Fälle für mich jetzt schön zu sehen, dass da der 3er jetzt in der Generation auch gerade nach Facelift für mich absolute Alternative wäre. Ich verstehe, wieso. Ja. Das macht ja einfach Spaß. Ja. Also mir gefällt sogar der 40i so gut, dass ich tatsächlich auch über den
Benziner in dem Fall mal nachdenken würde, weil er, finde ich, so eine angenehme Charakteristik hat, so vom Fahrverhalten und auch vom Sound. Auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich den 40D mitnehmen, solange ein BMW noch verbaut. Ja, und du hast halt einfach den Vorteil mit dem 60-Liter-Tank, dass du einfach noch eine Ecke weiterkommst mit dem Diesel wie hier jetzt mit dem Benziner. Ja, ja, was mich echt interessieren hat, ist, was dieser Diesel, der in deinem 5er ja schon so gut geht, dann mit dem 3er macht. Hm? Also wenn man da mal an zum Testen kriegen, das interessiert mich, da bin ich gespannt. Ja, wobei ich glaube tatsächlich, dass die Performance jetzt gar nicht so groß unterschiedlich ist, ja, weil du musst sagen, wir haben hier 1870 Kilo und der 5er hat 1900 Kilo. Also da ist gewichtsmäßig nicht so viel Unterschied. Ja. Ja. Was noch ein Punkt ist, für wen es wichtig ist, wenn jemand Wohnwagen ziehen würde, so, da bist du relativ schnell dann eben beim 5er wegen der Anhängelast. Weil er hat in Anführungszeichen jetzt nur 1800 Kilo und der 5er hat halt 2 Tonnen. Ja. Also für wen das relevant ist, ist es auch noch ein Punkt, den man vielleicht bei der Entscheidung, ob 3er oder 5er, dann neben dem Preis natürlich, ja, auch noch mit einfließen lassen muss. Stimmt. Ist deine Meinung zum Panoramadach? Ich finde es so sehr angenehm vom Innenraum her und so. Beim Auto, was ich selber lange halten möchte, also nicht nach 3-4 Jahren Leasing wieder zurückgibt, da würde ich persönlich keins einbauen. Mhm. Auch wenn die, glaube ich, jetzt bei BMW nicht besonders anfällig sind für Undichtigkeiten, was ich so in die Form mitgekriegt habe. Ja. Aber da war es mir zu heikel. Sicher auch so. Also wenn man langfristig orientiert ist, da würde ich mir tatsächlich überlegen, ob ich mir so eine Schwachstelle ins Auto bauen will. Ja, also mittlerweile gibt es ja auch Modelle mit einem Festglasdach, ja, das man halt nicht öffnen kann, ja, wo ich halt diese Probleme weitestgehend nicht habe. Das finde ich war jetzt für mich eher Option, wieso. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sitze ganz gerne in meiner Kabine. Ja. Also ich brauche es nicht so lichtdurchflutet. Ja. Und mag es auch ganz gern, wenn ich meinen Schwerpunkt halt nicht künstlich nach oben verlagert. Ja. Aber das ist eine rein subjektive Geschichte. Ja. Aber generell, wie du schon sagst, also gerade so an so einem Tag wie heute, ja, und wenn man innen eher dunklere Ausstattung hat, dann wird es natürlich mit so einem Panorama doch deutlich wohnlicher. Ja. Und mit Kindern ist auch eine tolle Sache. Absolut. Also. Ein bisschen nachschauen können. Ja. Alles in allem, glaube ich, kann man sagen, ein Auto, das sowohl so mit den sportlich-emotionalen Talenten überzeugt, als auch im Alltag, oder? Wie siehst du das? Absolut. Du hast Platz, du hast keinen Neidfaktor, ist im Alltag auch wichtig. Du kannst mit dem Auto beim Kunden auf den Hof fahren, ja, ohne dass der sagt, ja, ich muss ja ihr Auto mitfinanzieren. Ist zwar nicht falsch, aber... Man sieht es nicht gleich. Ja, man sieht es nicht gleich. Schaut toll aus, fährt sich sportlich, ist ein Traummotor. Eine der letzten Möglichkeiten, sich sowas noch rauszulassen. Also für mich ganz klar, haben wollen eigentlich. Ja, also ganz genauso. Aus meiner Sicht einer der besten BMW im Hinblick auf Preis-Leistung.
sensationelles Paket, gefällt mir richtig gut. Du hast vorher gesagt, schaut richtig gut aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist für mich noch ein 3er E46, der für mich damals wirklich der Gerät war. Herausragend war vom Design, ja, und generell, ja, Innenraumqualität etc. finde ich wirklich wieder ein 3er, der absolut super ist. Ja, also sowohl vom Design, auch von der Materialqualität und Anmutung, also ganz, ganz großes Kino. Und denke, im Alltag auch ein Paket, wo man viel Spaß haben kann, ja, wo man, denke ich, für alle Eventualitäten auf dem Platz gut gerüstet ist. Ja, und ja, also gefällt mir richtig gut. Ja, kann man so festhalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, dann bleibt auf dem Laufenden, wenn neue Videos online gehen. Wir freuen uns schon auf das nächste Video für euch und sagen Servus aus dem Chiemgau und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.